Luka Gratschner, zunächst einmal gratuliere zum 4:3 Erfolg in Spiel 2 des Halbfinales der Erste Bank Eishockey-Liga. Es war am Anfang für dich wahrscheinlich eine sehr schwierige Partie, weil man ja doch im ersten Drittel schon mit 2:0 zurückgelegen ist. Wie siehst du das? Ja, erst danke für die Gratulation. Wir haben gewusst, dass das nicht einfach wird. Da in Klagenfurt ist immer schwer zu spielen. Immer super Publikum und die Klagenfurter kommen immer stark am Anfang und so. Und wir haben eigentlich erste Drittel sehr, sehr gut gespielt, aber die zwei Tore kassiert, die ich normal nicht ins Tor lassen sollte. Aber so ist es in Eishockey gekommen, so Tore, so Spiele, wo es einfach so anfängt alles und dann ist nur wichtig, dass du einen Weg zurückfindest, so schnell wie es geht. Und ich habe gewusst, meine Jungs vor mir, die schießen sicher unsere Tore und ich muss halt nur mein Kasten sauber halten weiter. Und dann hat sich zum Glück ausgegangen, aber es war sehr, sehr schwer. Ihr wart ja zwischenzeitlich sogar 3:0 zurück. Was waren die Gründe oder der Grund, dass das Momentum dann wieder auf eure Seite gekommen ist und ihr im Endeffekt einen 3-Tore-Rückstand in Klagenfurt aufholen und in einen Sieg umwandeln habt können? Keine Ahnung, es ist einfach so schnell gegangen. Da war 3:0, auf einmal 3:1, 3:2, 3:3 und dann war schon wieder alles von Anfang. Und wie schon gesagt, Klagenfurt hat sehr, sehr gut ins Spiel gekommen und wir haben dann irgendwie das umgedreht. Keine Ahnung wie. Es wartet jetzt am Donnerstag das dritte Spiel der Serie wieder in Salzburg. Ihr habt dort die Möglichkeit, mit einem weiteren Sieg euch 3 Matchpucks für den Einzug ins Finale zu sichern. Wie erwartest du den KAC im nächsten Heimspiel bei euch? Ja, ich glaube, die werden noch stärker kommen und wir müssen einfach bereit sein. Wir wissen, dass das noch längst nicht vorbei ist, dass die noch zwei Siege, wir brauchen noch zwei Siege und wir werden auch noch mehr geben und kämpfen um das.